So, hallo Robin, lang nicht mehr gesehen. Moment, ist sie fertig mit unserem Stall? Anscheinend ist sie fertig. Ich habe gerade Deko gekauft. Mann, du regst mich auf. Hä? Hör doch einfach mal auf damit. Wirklich. Ja, aber das dauert sonst so ewig, bis die Rezepte wiederkommen. Guck mal eben, was wir für den Pferdestall brauchen. 5 Eisenbahn, 100 Hartholz. Und sonst kein Geld. 10.000 Gold. Können wir zwei Pferde haben oder können wir nur eins haben? Ich hab's nie getestet, aber ich tippe mal, dass man nur eins haben kann, weil da die Anzeige auch nur eins anzeigt. Platztechnisch. Ich brauche eh kein Pferd. Ich schalte einfach auf maximal Überschallgeschwindigkeit. Dann baue ich jetzt einen Pferdestall. Und dann können wir Ziegen kaufen. Ja, sofern sie heute auf hat. Das weiß man ja immer nicht bei dieser Frau. Hat sie. Okay. Brauchst du etwas Waldes? Ja. Ja, Ziegen. Ein Pferdestall. Community Center. Ozeanfische. Der Tilapia, den brauchen wir noch. Ich glaube, den Okay. gibt's im Herbst. Sie fängt morgen mit dem Bauen des Hofgebäudes an. Geil. Wie viel kosten Ziegen nochmal? 8.000? Ich habe keine Ahnung. Kosten die nicht auch 4.000? Die kosten mehr, ne? Gott, klebe ich fest. Nee, 4.000 kann sein. Nutzpflanzen Herbst. Fertig. Ein Bienenhaus. Und Nutzpflanzenqualität. Fertig. Boah, hast sogar zwei Bundle fertig gemacht. Und da kriegen wir ein Einmachgefäß raus. Jetzt fehlt nur noch Handwerker. Da fehlt noch ein Gegenstand. Zum Beispiel Ziegenkäse. Und sonst fehlt noch? Und Tier. Da fehlt halt ein Entenei oder Wolle oder große Ziegenmilch. Ja, das Entenei müssten wir ja bald haben. Und sonst könnten wir ja, glaube ich, auch bei dem anderen Enten Mayonnaise reinpacken. Hallo? Ich wollte hier rein. Wie viel wir dann schon fertig haben. Ja, drei. Drei, ne? Fehlen nur noch die ganzen nervigen Sachen. Welches Bündel hast du jetzt vervollständigt? Ozeanfische. Gut. So, ich habe meine Stahlspitzhacke. Wolltest du nicht Ziegen kaufen? Wolltest du doch machen. Nee. Ich war doch bei dem Dings. Okay. Ah, ich muss mal herausfinden, wo wir die letzten Fische herkriegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal eine Stahlspitzhacke. Stahllos. Das ist sehr hilfreich. Blaubeeren oder Schwarzbeeren? Brauche ich nicht. Nehme ich trotzdem mit. Ja, Blackberries. Lecker. Nein, Mann, die verkauft wieder nichts. Sie ist schon wieder in ihrem doofen Zimmer und guckt ihren doofen Schrank an, um da doofe Sachen mitzumachen. Sie träumt von Louis. Shane, hallo. Verkauf endlich Sachen, Mani. Ich will doch. Dann geh halt weg. Dann kaufe ich nichts. Warte, Schnäppel. Kriegen wir halt keine Ziegen. Machen wir das halt morgen.
Machen wir das halt morgen, Manu. Das dauert auch noch so lange. Morgen ist noch so lang hin. Mindestens 6 Stunden. Wir brauchen mehr Goldbarren. Noch mehr. Wir haben viel zu wenig. 17. Das ist nichts. Wofür brauchst du denn so viel? Ich habe jetzt mal 5 reingeschoben. Ohohoho. Was haben wir hier? Oh nein, du hast noch auf. Du hast noch auf. Komm, nicht dicht machen. Ich will noch mit dir reden. Wer hat noch auf? Die Handelsdame. Ach, von dem scheiß Joja-Markt. Nee, von dem Marktkarren. Nix Cooles dabei. Ich habe keine gute Axt dabei, ich kann kein Hartholz sammeln. Okay. In der Wüste war ich auch wieder nicht. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich renne nur hin und her. Ah, ich brauche einen Plan. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß es auch nicht. Ich hole Hartholz. Dann holen wir wieder ein bisschen was rein. Dann hol das Holz mal rein. Das harte, harte Holz. Ah Gott. Nicht schnell gefunden. Ich hätte so gerne einen Dinosaurier in unserem Hof. Was? Gibt's keine Dinosaurier? Doch. Wir holen uns keine Dinos. Es gibt ein Dinosaurier-Ei. Ich hab keins. Das kann man finden. Ich hab keins. Und ausbrüten. Ich kann es runtergeben. Fürs Museum. Nein. Wieso nicht? Das würdest du nicht tun. Doch. Nee, weil wir aus dem Ei ein Dino machen können, der uns ganz viele Eier macht. Ja, wie meine Iridium-Hacke auch ganz viel Iridium machen könnte. Aber nee, darf ich ja auch nicht. Nee, das ist ja der. Das ist ein vollkommen falscher Vergleich. Der ist so falsch, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich würde am besten vorne anfangen. Du verstehst aber schon, dass das ein grundlegender Unterschied ist, oder? Nein. Dann hast du das ganze Spiel nicht verstanden. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ein Ei produziert aus sich selbst heraus weitere Eier, und zwar unendlich. Deine Iridium-Spitzhacke würde nichts produzieren. Nichts. Dann nicht? Dann ernte ich halt wieder das Eggplant-Ding, was du wieder nicht abgeerntet hast. Wir wählen das überhaupt haben. Was für ein Eggplant? Das wollte doch irgendwer haben. Wo ist denn die Quest hin? Was für eine Eggplant? Hinter der Vogelscheuche, die lässt du da immer liegen. Das hier. Nur weil ich sie nicht sehe. Ja. Mann, irgendwer hatte doch eine Quest, der die haben wollte. Wieso habe ich die Quest nicht mehr? Ach, Sandy wollte sie haben. Nee, dann kann sie weg. Bringe Demetrius eine Melone. So, schlafen. Ja, schlafen. Mal sehen, was wir an Geld rauskriegen. 5. Ich tippe auf 5. Meine kleine Hütte. Ich tippe auf. Ich tippe auf 50.000. 15.000. 18.000. Oh, Hofarbeitsstufe 10. Mehr als 18.000. Landwirt, alle Pflanzen wachsen 10% schneller oder Handwerkswaren, Wein, Käse, Öl etc. sind 40% mehr wert. Das mache ich.
Schneller wachsen, oder? Nee. Handwerkswaren. Wie, nee? Handwerkswaren. 24.000. Sauber. Kickere Kühe. Sandy hat Geburtstag. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Sterntautaler Volksfest. Da müssen wir uns unbedingt die Sternfallfrucht besorgen. Was? Achso, die Frucht besorgen, ja. Zwei Stunden lang nur diese dummen Minispiele machen. Das wird lustig. Nein, muss man gar nicht. Man muss einfach nur Glück haben bei dem Glücksrad. Nein, muss kein Glück haben. Doch. Nein. Die Chance ist 50-50. Nee. Beim Glücksrad ist sie 50-50. Du hast zwei Farben. Nee, ist sie nicht. Natürlich. Nee, ist sie nicht. Natürlich ist die Chance 50-50. Es sind zwei Farben, du kannst eine wählen. Okay. Was meinst du, wie ich die Sternfallfrucht in meinem Solo-Let's Play gekriegt habe? Durch das Glücksrad. Ja. Und du musst halt einen guten Platz machen bei dem Vorschau-Dings da. Ja. Ich gebe einfach meine geheime Zutat ab. Was ist deine geheime Zutat? Kuhkacke. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goldene Gegenstände hier, die wir abgeben könnten. Das ist zu wenig. Wir brauchen noch mehr. 7? Ich kann noch einen guten Fisch angeln, wenn ich Glück habe. Mach mal. Der wird unser Portfolio noch erweitern. wir brauchen aber noch, wir brauchen noch Ziegen. Kauf die mal. Ja, Moment. Dann kannst du ihn auch gleich, dann kannst du ihnen gleich komische Namen geben. Zwei Stück, ne? Ich würde erstmal zwei kaufen, ja. 2-2-2, ein Astronaut auf Klo. 2-1, Risiko. Ich hoffe, die Dame hat auch auf, da sind irgendwelche Bäume fertig unten rechts. Also irgendwelche Flüssigkeiten. Da rausgeströmt. Oh, bitte, Eichenharz, bitte. Eichenharz. Barney! Wo ist die denn schon wieder? Ach, ich glaube, die hat montags und dienstags nicht auf. Nein, die hat nie auf. Boah. Die hat montags nicht auf, die hat dienstags nicht auf, die rennt Sonntag im Haus rum. Mann, nervt die mich. Sie ist halt nicht daran interessiert, Geld zu verdienen. Echt, ey. Akzeptier das doch mal. Ich frag mich, wie Shane überhaupt das ganze Bier bezahlen kann. Ja, der arbeitet ja wenigstens jeden Tag. Mann, die macht nichts. Na gut, vielleicht kümmert sie sich um die Tiere. Aber wie verdient sie Geld? Gar nicht. Marnie Rand, ey. Nein, die Marnie Ranch. Nein, Marnie Rand. Das ist die Fortsetzung von Lola Rand. Lola Rand. So, geh ich denn jetzt hin? Marnie hat bald Geburtstag. Sandy hat erstmal Geburtstag heute. Wer? Sandy. Schenk Marnie doch deinen Kackhaufen, von dem du geredet hast. Ach Gott, Robin ist noch am Arbeiten. Wie soll ich jetzt Geld ausgeben, wenn sie nicht da ist? Oh Gott, das ganze Geld ist weg. Das Geld ausgegeben. Ja. Goldspitzhacke. Okay. Deswegen die Barren.
Die Wüste kann ich gleich noch. Die Quartike kann ich nicht kaufen. Dann. Ich würde auch wirklich gerne mal wieder in die Mine gehen. Kannst du doch. Nee, Spitzhacke ist, Spitzhacke ist abgegeben. Oh, ein Buch. Ich mache aktuell auch nur jeden Tag dasselbe. Aber es nützt halt nichts. Dafür wird es dann umso erfolgreicher, wenn ich endlich diese Spitzhacke wieder habe. Ja, hoffen wir es mal. Soll ich nochmal irgendwie was anbauen oder so? Hast du noch was zum Anbauen? Willst du überhaupt noch was anbauen? Ja, eigentlich schon. Für ein bisschen Geld. Für ein bisschen Cash. Preiselbeeren sind geil. Sonnenblumensaat. Oh, ich klicke jedes Mal immer wieder auf ein Item drauf. Was ich dann aus dem Museum mitnehmen will. Oh, ein neues Kristallarium. Wenn mein Inventar jetzt nicht voll wäre, könnte ich sogar mitnehmen. Ja, ich glaube, ich werde, glaube ich, erstmal nichts mehr. Du kannst doch ein Kristallarium holen aus dem Museum, ne? Dann hätten wir schon drei. Oh. Drei. Ach, wir kriegen drei. Die beide? Ach ja. Ja, wir kriegen die ja beide. Ja, wir kriegen die beide. In dem einen Kristallarium hatten wir einen Diamant, ne? Ja. Wir könnten jetzt noch zwei züchten. Das sollten wir machen. Ja, dann mach das mal. Und ein Kristallstuhl. Cool. Kristallstuhl. So, was verkaufe ich denn jetzt? Das nicht, das ja, das nein. Das auf gar keinen Fall. Käse muss ich übrigens jetzt abgeben. Käse und Mayonnaise eigentlich auch. Okay. Wegen den Handwerkswaren. Die bei mir jetzt 40% mehr Gold geben. Ach so. Die Tierprodukte sind dann nur Eier oder wie? Ja, die rohen, glaube ich. Oh. Weil Käse wurde bei mir halt mit aufgeführt. Käse. Mayonnaise zwar nicht, aber das ist ja auch weiterentwickelt. Ist ja auch der gleiche Scheiß. Oh. In die Wüste kann ich jetzt auch nicht mehr. Warum nicht? Ja, Pam ist schon wieder weggegangen. Auf die Frauen ist kein Verlass, was? Nee. Ich kann mir keine Ziegen kaufen, ich kann nicht in die Wüste fahren. Was hat dein Leben dann überhaupt noch für einen Wert? Ich gehe jetzt in die Berge. Die Berge können mir nicht davonlaufen. Oder ihre Arbeit verweigern. Robin arbeitet noch, ne? Ja. Ach, wenigstens einer auf die Verlass ist. Moment. Moment. Was denn? Pam? Ist scheiße beim Arbeiten. Oh, sie hat keinen Mann. Mani? Ist scheiße und will nicht arbeiten. Oder hat keinen Mann? Sie hat einen Mann. Wo? Na, sie bumst mit Lewis rum. Ja, die bumst mit ihm rum, aber Lewis ist ja auch so ein oder Schlüpper-Heini da. Schlüpper-Heini? Ja, wohl ein bisschen in seinem Garten, aber verkauft auch nichts. Naja. Aber Sandy. Nee, nicht Sandy. Robin.
Sieht gut aus. Hat einen Mann. Und arbeitet fleißig. Da ist Muster. Was war ein Muster? Na, sie arbeitet halt, ne? Und darum mag ich sie. Kann man Demetrius eigentlich irgendwie umbringen? Nein. Schade. Weißt du, wieso nicht? Wieso nicht? Weil er schwarz ist. Das wäre voll rassistisch, wenn das der einzige wäre, den man umbringen könnte. Ganz ehrlich, das war so ein tolles Let's Play Together, ne? Und dann kommst du an und machst direkt wieder deine rassistischen Späße. Das finde ich nicht okay. Wieso? Ich habe gesagt, den darf man nicht umbringen. Nein, 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 weil er schwarz ist, hast du gesagt. Du hast wieder die rassistische Keule ausgeholt. Das ist so richtig typisch, du. Ja. Trotzdem, ich darf das, er hat die größere Keule. Wir brauchen uralte Samen. Vielleicht hat er welche. Ich meine, Demetrius kennt sich ja mit Samen aus, mit uralten. Er ist ja so ein Forscher. Manchmal möchte ich einfach nur mich in die Badewanne sinken lassen und ertrinken. Du hast eine Badewanne. Damit ich nie wieder mit dir sprechen muss. Damit ich dir nie wieder zuhören muss. Oropax sind günstiger. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin so verzweifelt. Das ist so traurig, aber ich sehe keinen Ausweg. Ich auch nicht. Und irgendwie kommen hier nicht die Fische, die ich brauche. Sind alle nicht fürs Dingens geeignet. Es gibt zu viele Fische, die unnütz sind. Ja. Ich weiß halt nicht, wo ich die ganzen Viecher herkriege. Ich glaube, ein Aal gibt's abends am Strand. Ja, oder wenn es regnet. Ich brauche ganz viele Flussfische. Ich glaube, die in den Bergen haben wir auch schon fertig, oder? Das war der falsche Knopf. Da, das muss noch da drüben. Ich mag es nicht, mein Inventar zu sortieren. Das kommt dahin, das kommt dahin. Hast du jetzt eigentlich mal deine Geoden geöffnet? Größtenteils, bis mein Inventar voll war und dann ist Clint abgehauen an Feierabend. Komisch. Der wollte schon wieder nicht weiterarbeiten und er lebt alleine. Linus ist jetzt mein bester Freund mit einem Herz. Kommst du aus dem Norden angeschlichen? Ich hab noch Holz geholt. Von Linus? Nee. Hast du Linus sein Holz geklaut? Nee, beim Spa waren noch Bäume, die habe ich gefällt. Okay. Richtig harte Knochen. Was für harte Knochen? Vom Skelett. Ach so. So, habe ich die Blumen gegossen? Ja. Geh ins Bett. Oh, es ist das Festival gleich. Ja, 5000. Aus den Geoden, die du geöffnet hast. Ja, voll wenig. Weißt du, wie viel ich dafür bezahlt habe? So. Jetzt kriegen wir den Schlüssel. Guten Morgen, lieber Waldes. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Minerale danken, die du entdeckt hast. Du hast alleine echt viel geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerten Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Jetzt kriegen wir den Schlüssel für die Sewers. Fast vergessen, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Ja, du hast es ganz alleine geschafft.
Der rostige Schlüssel. Wo kommt denn der Iridiumbarren her, Kev? Habe ich eingeschmolzen. Ja, und wo hast du das Iridium-Erz dafür her? Hatte ich noch im Inventar. Ja, und woher? Aus der Mine. Nee, du lügst jetzt nicht. Das ist aus der Geode. Oder aus den Geoden. Da ist er still. Der kleine Lügenbaron. Tut mir leid, ich hab dir gerade nicht zugehört. Der kleine Lügenbaron, Kevin. Ja. Ja. Du gibst. Ach, Mani hart wird eh nicht auf. Du gibst also zu, dass du ein kleiner Lügenbaron bist, das ist schön. Nee. Doch. Du kannst deine Grapes noch ernten und deine Eggplants. Du bist ein kleiner Lügenbaron und jetzt hilf mir. Kann ich gerade nicht. Was ist denn. Was macht er denn mit der Scheiß? Irgendwie backt meine Gießkanne da unten rum. Deine Gießkanne backt da unten rum? Ja, weil ich die irgendwie dann nicht mehr aufladen kann. Aber nur immer da unten an denselben Spot. Ist total merkwürdig. Hm. Doch merkwürdig. Oh, das Festival hat begonnen. Los, los, lass uns feiern, lass uns feiern. Ich habe keine Zeit für Festivals. Aber wir müssen dahin. Können wir auch noch, wir haben ja noch Zeit. Hast du dich um die Tiere gekümmert? Ja. Ich habe dir auch was in die Kiste gepackt zum Verkaufen. Mittlerweile muss ich eigentlich alles verkaufen, oder? Nein. Weil ich aus allem mehr Eier nicht. Ja, toll. Ich krieg aus allem mehr Geld raus. Oh, ich weiß, was wir noch ausstellen könnten. Was? Nimmst du die Sachen in dein Inventar, die wir ausstellen wollen? Nee. Ja gut, ich kann's auch machen. Ich brauch noch Mehl dafür, ne? Dann gibt's halt das noch als Ausstellungsstück. Okay. Was wollten wir denn alles abgeben? Also die Jan, glaube ich. Vielleicht. Den Iridiumbarren vielleicht ausstellen? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ich hab noch eine goldene Aubergine und und halt den Iridiumbarren. Okay. Wir nehmen den Iridiumbarren. Das ist ganz. Okay. Der ist selten genug. Wir brauchen keine Iridiumbahn. Ich habe eine Geheimzutat. Welche? Kann ich laufen? Ja. Ich kann es ja schon mal reinpacken, ne? Du musst es ja noch nicht abgeben. Ja, noch nicht starten. Also ich würde sagen, wir packen so die Sammelsachen. Hier, so nimmt die Bauernhof, schaut ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Ich wünsche dir viel Glück, falls du auch daran teilnimmst. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Auslage an. Also ich hätte das in etwa so gedacht. Ich habe mein Bestes gegeben und meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu PS ziemlich schwach. Naja, vielleicht geben mir die Richter Bonuspunkte für den massiven Käseleib. Arbeitest du an deiner Auslage für die Bauernhofsschauweile? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von Abfallhammerhof anzupreisen. Du kannst wie findest, ja du diese, findest du das? Gut, du kannst ja schon mal anfangen, Marken zu sammeln. Wie findest du das so? Ich guck gerade nicht hin, ich rede mit den Leuten. Ich wünsche, Gast würde etwas Vegetarisches anbieten, ein paar Zucchini-Spieße vielleicht. Geräucherte Truthahnkeulen, vielleicht ist dieses Fest doch nicht ganz so schlecht. Ist so viel du willst, heute ist alles kostenlos, dank Bürgermeister Lewis. Oh, verwende auf jeden Fall ein wenig von meiner geheimen Soße. Ich möchte Gast dazu bringen, mir sein Soßenrezept zu verraten, aber er gibt es mir nicht. Hallo Maru. Diese Barbecue-Sauce ist unglaublich.
Hallo Louis. Nun, Val, heute ist der große Tag, unser wichtigstes Fest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass mich wissen, womit ich dem dann mit blablabla. Moment, werden unsere Marken einzeln gezählt? Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Louis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown sparen. Es ist... Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Hallo Demetrius. Robin arbeitet wirklich hart als Schreinerin. Sie hat die Anerkennung redlich verdient. Meinst du diese Sternmünzen? Holzverarbeitung ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich bewundere Robins Fähigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Hallo Clint. Ich beschwere mich hin und wieder bei meinem Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das hier sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Da ist kein Iridium-Barren dabei. Nee. Doch. Sieht nur ein bisschen anders aus. Velvic und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. Zukunft weissagen lassen für 100 Gold. Ich sehe dich in der Kneipe umgeben von Freunden. Du scheinst niemanden zu bevorzugen. Du bist bei allen beliebt. Interessant, ich sehe dich und Abigail zusammen auf einem Hof arbeiten. Du scheinst sehr zufrieden mit etwas zu sein. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendetwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu, aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Jetzt denk an deine Zukunft. Bla bla bla. Okay, ich heirate Abigail. Was? Du lässt mich doch alleine. Dann heirate ich doch die Person, mit der ich mich anfreunde. Hä, du wolltest mich doch gar nicht heiraten. Es ist heute ein wenig hektisch, ich bleibe einfach hier, okay. Hey Waldes, hast du Spaß? Hallo Shane. All diese Tiere sind so freundlich und lieben es, gestreichelt zu werden. Mu. Autsch, die Hände hat mir in den kleinen Finger gepickt. Hallo Linus. Die Tiere beurteilen Leute nie nach ihrem Aussehen, von Menschen kann man das nicht gerade behaupten. Stimmt. Weil diese kleinen Drecksblagen hier im Weg stehen, komme ich nicht zu Harvey. So jetzt. Lang genug gegenlaufen. Und nur ein paar Schritte weiter grillt Gas ein paar Portionen Schweinerippchen hoch.